Wir haben mit dieser Studie in die Debatte wieder den Aspekt der Gerechtigkeit hineingebracht. Der ist ja nun lange, sagen wir es auch vorsichtig, ein bisschen außen vor geblieben. Wir haben uns sehr auf die Leistung konzentriert und da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Da kann man sich streiten, sind die Fortschritte, die wir gemacht haben, groß genug, hätte es nicht mehr sein können etc. Aber den Gerechtigkeitsaspekt da wieder mit reinzubringen, da lag uns viel dran. Und uns ist es gelungen, Gerechtigkeit und Leistung miteinander zu vereinen, indem wir eben die Leistung als einen Aspekt der Gerechtigkeit festgelegt haben. Also gerecht ist natürlich nur ein System, in dem es also auch möglich ist, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Leistungspotenziale auch entwickeln können. Und von daher gehört das zur Gerechtigkeitsdimension insgesamt mit dazu. Und auch aufzuweisen, dass das kein Widerspruch ist, Gerechtigkeit und hohe Leistung, das war uns auch sehr wichtig. Kanada im internationalen Vergleich ist ja ein relativ gerechtes Land und ein Land, was hohe Schülerleistungen hat. In Deutschland ist Kanada Sachsen, wenn man das so will. Wir sind zu dem Minimalstandard gegangen. Also wir haben die Messlatte bewusst ganz niedrig gelegt, indem wir gesagt haben, gerecht ist ein System, wenn Ungleichheiten, die vorher schon vorhanden sind, nicht noch verschlimmert werden. Das ist ja in Deutschland der Fall. Bei uns wird ja mit jedem Schuljahr wird es ja ungerechter. Die Schere geht ja immer weiter auseinander, je länger bei uns jemand die Schule besucht. Und wir sind also froh, wenn wir in 10, 20 Jahren erreicht haben, dass unser System in dem Sinne gerecht ist. Chancengleichheit und Gerechtigkeit, das ist das Verhältnis wie die Weltrevolution zu Mindestlohn 8,50 Euro. Und wir haben jetzt mal beim Mindestlohn 8,50 Euro angefangen. Die Daten sind die neuesten, die man kriegen kann, konnte. Neuere liegen schlicht und ergreifend nicht vor. Man muss fragen, was für Gründe die entsprechenden Leute haben, da was gegen zu sagen. Das wird irgendwelche Gründe haben. Da sollte man mal gut überlegen, was das denn wohl ist. An sich kann ich das nicht verstehen. Der Philologenverband müsste doch eigentlich begeistert sein über die Daten, die wir geliefert haben. Das Gymnasium ist eine der besten Schulformen, die wir in Deutschland haben. Insbesondere, wenn sich es noch mehr bemühen würde, Kinder aus unteren Schichten zum Abitur zu führen. Sie bemühen sich. Insbesondere die Gymnasien, die von der Zweizügigkeit bedroht sind. Das hat allerdings Olaf Radtke schon vor vielen Jahren in einer Studie im Bielefelder Großraum gemacht. Da waren, als der Pillenknick kam, da waren eine ganze Menge Gymnasien, die waren bedroht, dass sie geschlossen würden von der Zweizügigkeit. Und dann haben die angefangen, Kinder zu nehmen. Die hätten die ja vorher mit der Beißzange nicht angepackt. Nicht? Aber die haben die dann auch gut zum Abitur geführt. Also wenn die wollen, können die schon. Wenn man sich die Daten und die Ergebnisse anguckt, gibt es kein Bundesland, was wirklich top ist. Es gibt aber auch kein Bundesland, was wirklich ein Flop ist. Aber in jedem Bundesland finden wir sehr deutliche Indikatoren, wo die Leute jetzt überlegen können, da müssten wir eigentlich nachsteuern und da müssten wir was tun. Also der Kollege aus Sachsen hat das ja auch gesagt, an den und den Stellen kommen wir gut weg, aber dass wir zu viele Leute ohne Schulabschluss in die Welt entlassen, da müssen wir dran arbeiten. Das ist eine Einstellung, die gefällt mir. Es gibt nicht ein einheitliches Problem für alle, sondern die Problemlagen sind in den Bundesländern schon unterschiedlich. In Sachsen eben, die gute Leistungen bringen, ein hohes Maß an Gerechtigkeit haben, da ist es der eine Indikator, zu viele ohne Abschluss. Und das haben die erkannt und das gehen die an und das finde ich auch ganz in Ordnung. Nee, aber die einzelnen Bundesländer können jetzt genau schauen, was machen die Sachsen an einer bestimmten Stelle denn eigentlich besser und können wir davon lernen. Wir haben also Daten darüber, wie viele in Inklusion und Exklusion jeweils vorhanden sind in den einzelnen Bundesländern. Wie die Verteilung ist der Kinder auf die verschiedenen Schulen. Und das ist ein wichtiger Gerechtigkeitsindikator. Wo es allerdings keine Daten gibt, und da bin ich mir nicht mal sicher, ob die Länder selbst diese Daten haben, das sind die Abschlüsse derjenigen, die inklusiv beschult werden. Was wird aus denen? Wir wissen also, dass aus denen, die in die Sonderschulen gehen, ein großer Teil keinen Schulabschluss macht. Das ist bekannt. Aber was ist mit den anderen?
Das war unterschiedlich. Also die Kultusministerkonferenz insgesamt hat diese Studie nicht unterstützt. Das muss man so sehen. Einzelne Bundesländer waren sehr hilfsbereit und haben uns alle Daten, die sie zur Verfügung hatten, auch bereitwillig gegeben, waren auch daran interessiert, und andere waren, naja, sehr reserviert, sagen wir es mal so. Wir haben keine Genehmigung bekommen, die Daten der PISA-Studie auf Länderebene uns anzuschauen. Im nächsten Chancenspiegel werden wir, denke ich, mal den Verlauf über 10, 20 Jahre nachzeichnen. Das haben wir jetzt in Anbetracht der Zeit nicht machen können, aber der Chancenspiegel wird ja noch mehrmals erscheinen. Und wenn wir uns dann die Zeitreihen anschauen und gucken über 10, 20 Jahre, wie hat sich das in den einzelnen Bundesländern entwickelt, dann können wir auch sehen, welches Land ist auf dem richtigen Weg und welches ist nicht auf dem richtigen Weg. Aber ich freue mich schon auf den Chancenspiegel, der vielleicht in 3 oder 4 Jahren rauskommt. Da werden wir die gleichen Indikatoren wieder nehmen und dann können wir die Länder direkt damit konfrontieren, wie der Jetztstand ist und was in 3, 4 Jahren der Stand ist. Und dann sieht man, welche Länder fleißig waren und was gemacht haben und welche Länder eben nicht. Aber auch dann sind die Daten natürlich alle veraltet.